willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tales of Zestiria, wie wir im Wasserprüfungsdungeon. Ne, im Dungeon der Wasserprüfung, so rum. Hört sich besser. Die Musik wieder richtig genial. Ich kann gar nicht genug davon hören. Ist aber auch nice. So, und hier fängt schon an. Wie ihr seht, sind hier Augen. What are those things? They look like eyes. That's because they are eyes. I didn't realize arts like this were still alive. Das Problem ist, wenn wir von denen entdeckt werden, dann ist der falsche Knopf gedrückt. Dann haben wir ein Problem, aber ein gewaltiges. Aber erstmal ist es anscheinend egal, wo wir lang gehen, deswegen gehen wir erstmal. Das hatte ich dann auch erst richtig spät gesehen, dass die Augen hier eine Markierung haben. Und zwar müssen wir das hier nehmen und dann mache ich schnell rüber. Wie ihr seht, das ist sehr knapp gehalten. Sehr, sehr knapp. Hauptsache, hier ist noch irgendwo ein zweiter Gegner, den ich nicht sehe. They say it's the first 100 years that matter. Wir halten was aus. It's a proverb. Could that relate to the number of legs they have? Its name says it all. 100 feet, isn't it wonderful? Focus, sweet dreams. Can't you feel it? Can't you tell us something helpful? Ah, da ist er. Das war ein Augen. Warte, muss ich was anderes nehmen? Ja. Ich glaube, die körperliche Schwäche. Ich muss sowieso, Layla hier rausnehmen. Weil Layla bringt hier nicht wirklich was. Alter, ich krieg das Viech nicht weg. Crimson Edge, hang on, everyone! Heal our wound! Lord of Fire! Be gone! Strike! It's over, let's get him! Nope! Release my spirit! I need a hand! Nee. Whoa! Break through! Wollte schon sagen, ey. Ready? Let's get him! Vermilion? Zack! Es sind aber auch echt viele. Es werden irgendwie nicht weniger. Crimson Edge! Alter! Focus! Ich brauche auf jeden Fall die Erdkraft. Dafür. I need a hand! Release my spirit! Heal our wounds. Ready? I'm in a bind here. Lord of Water. Defense is low. Aim and fire. Here it goes. Aim and fire. Ich kann. Ah ne. Now's my chance. Wasser. Burst. Killer to play. Rain of fire. Oh, Alter. Hang on, everyone. Open the way for it. Hang on, everyone. Wird weniger. Oh, war gut. Blue flurry. Saints Arrow, Blistering Fangs, Binding Vortex. Not yet. Oh, noch einer weniger. Here goes. Zack. Too close. I need a hand. Ich muss auf jeden Fall wechseln. Binding Vortex, sweet dream. So kann das nicht weitergehen. Killers in play. Saints Arrow, Blistering Fangs. Open the way for. Ja, okay. Damage macht's ja schon, ne? You know, you're pretty mature, Rose. Coming from you, I'm not sure how to take that. What now, Edna? And you're such a kid. So. Wir müssen definitiv wechseln. Weil Layla kann. Alter, die ist fast gestorben. Oh, und Rose auch. Alter. Da, ich glaube, ich halte die mal. Ich hätte mir wohl mehr Sachen mitnehmen sollen. Wäre vielleicht gar nicht mal so blöd gewesen. Zack. Oh. Aber kann er da irgendwie vergönnt werden? Is this the diary of a shepherd? A swordsmith suddenly visited by a seraph. 22. Jahr des gemeinsamen Kalenders. Monat des Grünen. Der Wasserseraph erschien und drängte mich, zum Hirten zu werden. Er sagte, ich hätte großes Potenzial. Aber kann ein Schwertschmied wie ich wirklich zum Hirten werden? Also war der Typ ein Hirte.
Oh, ich dachte schon, ich wurde jetzt erwischt von dem Auge, Alter. Ich hatte richtig Schiss. You awake? Da sind die Elefanten. Und Schwäche ist wieder Erde. Ja, perfekt. Edna ist hier perfekt, definitiv. Und Widerstand Feuer, da fängt es dann an. Aber auch Wasser. Wind aber zum größten Teil auch, deswegen. Ich weiß nicht, ob das. Edna, just chill out. This colossal hellion blocks all water attacks. But we can win if we attack its other weak points. This is for you. Soa is dangerous, no matter how close you are to it. So then, what do we do? Why don't you just figure it out? Damage? Wir haben sie doch gerade nicht ernsthaft geheilt, oder? So. Guck mal, ich habe erst im Elefant noch mehr Damage. Leichter rausbekommen, so rum. Ja, ich mach dich überhaupt keinen Damage. Weil ich keinen mehr erd. Ja, hab ich doch. Zählt das als Erd? That was radiant, Edna. Auf jeden Fall ist das nicht gerade angenehm, gegen die zu kämpfen. So, da geht's weiter. Und da geht's. Oh, ich hasse den Dungeon. Ich hasse ihn einfach. Da 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 da. Und teleportieren wollte ich mich aber nicht. Bin ich wieder zum Anfang. So. Jetzt weiß ich nicht, was das spawnt. Das will ich lieber nicht herausfinden. So. Mit dem hier können wir 2 Schritte gehen, nie 3. Wird auch noch sehr wichtig. Ach, da. Genau, hier haben wir eine ganze Sicht. Ich fand das auch etwas entspannter, als ich dann gesehen habe. Dass die Augen auch auf dem Ding sind. So, die hat auch hier bestimmt was zu sprechen. Wir müssen diesen Helion und Asura finden. Der Rest ist aber. Nee, der Rest gleich. Gut. Das ist der einfache Teil. Es wird etwas schwieriger herauszufinden, wieso Asura zu einem Helion geworden ist. Weil er Angst hatte. Ich glaube, da kann ich nicht hin. Müssen wir hier lang. Ich finde auch schön, dass man hier stehen bleiben kann. Da 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 da. Alter. Aber ich schlag mich auf jeden Fall besser. Um hierher zu kommen, hatte ich ja schon jetzt mal Ewigkeiten gebraucht. Oh. Achso, da ist eine Tür. Könnte ich ja benutzen, ne? Zack. Gar nicht gesehen. So, die Truhen hier habe ich schon mal habe ich mir schon mal gegönnt. Perfekt. Biskuitrolle und Trank des Lebens. Der Trank des Lebens ist auf jeden Fall hilfreich. Wenn wir mehr als genug brauchen. So, kann ich irgendwie. Ne, da kann ich überhaupt nichts machen. Da muss ich von der anderen Seite kommen, um an die Truhe zu kommen. Ist gar nicht mal so einfach. Und guck mal, wo wir jetzt landen. Ja? Ich glaube, ihr wisst, wieso ich das so scheiße finde. Ich finde es auch sehr verwirrend, dass die ganze Zeit der Stern nach da zeigt. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal links lang. Obwohl, können wir überhaupt links lang? Da, 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 da. Deswegen bin ich auch kurz auf den Teleporter gegangen.
So, jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite. Können Sie Truhe dann holen. So, gegen das Viech will ich nicht kämpfen. Ich will aber kurz runter. Da hier bestimmt auch noch eine Truhe ist. Ein unsichtbares Mistviech. Okay, keine Truhe. Wir sind aber... Ich will noch in den anderen Raum gucken, ob da noch eventuell was ist. Aber dann gehen wir wieder hoch, keine Angst. Ja, nein! Oh, ich hab's nicht gesehen. Oh, den ganzen Weg nochmal laufen. Es wäre ein sehr einfacher Weg, wenn man da lang gehen könnte. Aber wir können, wie gesagt, gerade so zwei machen. Drei ist unmöglich. Drei sind definitiv unmöglich. Auch nicht, wenn wir mit übelsten Speed und so hantieren. Ja, hantieren. Sorry. Habe ich nicht aufgepasst. Ah, das ist auch fies mit dem Auge, ey. Gleich am Eingang. Hier sind mehrere. Macht's nicht besser. Ja, hier eins da lang und da eins lang. Alles klar. Da ist bestimmt viel eine Geschichte drin. Oh, doch nicht. Hab ich kein Problem mit. So, und jetzt können wir wieder hochgehen. Okay, die Musik nervt schon ein bisschen. Jetzt hat das Klavier. Der Dungeon, der danach kommt, ist am geilsten von der Musik hier. Wow, Alter! Guess we should ist okay. I don't know how to describe this. Wollte sowieso nicht kämpfen. It's known for its art attack. It squirts things out from places. Ready? It's over. Healing power. Alter. Crimson Edge. Focus. Crimson Edge. Hält viel zu viel aus. Sagt der Typ, der sie mit Feuerangriffen angreift. I need a hand for your protection. Beast Thunder. Ganz sicher nicht vorher. Fear the storm. Beast Thunder. Ich mach auch so kein Damage. Das ist voll kacke. Sweet. Whoa. Earth Lord. Give us your blessing. Defensive maneuver. Ich muss erstmal Abwehr machen. Yeah. Be gone. No escape. Resilience. Fear the storm. Ärgerlich. Beast. Not yet. Ich möchte nicht, dass sie sterben. This is for you. Give us your blessing. Here's a barrier. Offer your protection. Just chill out, okay? Lion's Howl. Ihr seid jetzt wieder voll. Charge. Lion's Howl. Echt mehr acht. Lion's Howl. Letztens wie schön war das, war nicht so you richtig. You sure are strange. Habe ich anscheinend auch leicht gespielt. Aber naja. Blöd. Ist wieder ein unsichtbarer. Kein Auge. Hier ist aber jetzt die Geschichte drin. Ja. 25. Jahr des gemeinsamen Kalenders, Monat des Weisen. Ich bin bereits seit 3 Jahren der Hürde. Ich widme mein Leben den Pflichten, die ich erfüllen muss. Aber die Bosheit regeneriert sich dennoch ständig. Ich muss etwas unternehmen. Ich will noch mehr Menschen retten. More of the Shepherd's Diary? Looks like it. Ja, und daran ist er dann an die Bosheit gekommen. Weil er mehr wollte, als er konnte. Ernsthaft, da komme ich doch gar nicht hin. Hätte ich doch von der anderen Seite gehen müssen. Ja, der Weh. Ja, ich glaube, das kann ich gar nicht schaffen. Nee. What's that? Das ist so gemein. Ich will an die blöde Truhe dran. Als wäre das mein größtes Problem. Ach nee.
Genau, an den beiden Stellen muss ich dann weiter hoch. Ich will jetzt nochmal von der anderen Seite gucken. Ich will nur gucken. Nur gucken. Ja, habt ihr jetzt auch gesehen. Sogar schräg kann ich nicht. Also ich kann auch keine 2,5. Und ich darf nicht so schnell sein. Oh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich laufe jetzt das Stück und gucke dann nochmal, ob ich es mit der Truhe doch kriege. Bis dahin, haut rein. Ciao.